Wir heißen euch herzlich willkommen zum ersten Sessionsrückblick von der Sommersession aus der Bern Expo. Zur Bewältigung der Corona-Krise hat der Nationalrat weitere 14,9 Milliarden Franken bewilligt. Der grösste Teil davon geht in die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeit. Ein Teil davon geht in internationale Hilfe, in Sport und in die Förderung von Impfstoffen. Umstritten war nur die internationale Hilfe. Kürzungsanträge sind zum Glück nicht durchgekommen, Erhöhungsanträge leider auch nicht. Die Covid-19-Pandemie hat die Arbeitssituation für ältere Arbeitslose massiv noch verschärft. Bei der Wiederaufnahme der Beratungen haben wir von der EVP die Meinung, dass die Überbrückungsleistungen für Arbeitslose, vor allem gerade für die Älteren, dringend notwendig sind. Die Vorlage greift sogar einige Vorschläge von der EVP aus der Vernehmlassung auf. Zum Beispiel werden Betreuungs- und Erziehungsgutschriften in die Berechnungen einbezogen. Jetzt gibt es noch eine letzte Differenz zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat. Für das braucht es eine Einigungskonferenz. Beim Zivildienstgesetz ist jetzt der Nationalrat dem Ständerat bei der Differenzbereinigung gefolgt und hat die verschärfte Variante gewählt. Das bedeutet, dass Personen, die eigentlich in die Armee einrücken müssten, wenn sie ein Gesuch stellen, für den Zivildienst 12 Monate warten müssen. Wir als EVP-Delegation hoffen, dass bei der Schlussabstimmung diese Vorlage versenkt wird. Wer in jungen Jahren nicht in die Säule 3a konnte einzahlen, soll das später nachholen. Das soll auch vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können. Nützen soll das vor allem niederwerbstätigen Müttern, den Bauern und selbstständig Erwerbenden. Wir haben die entsprechende Motion unterstützt. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu sehen und grüßen euch herzlich.